Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind hier bei Adria und damit gehen ganz liebe Grüße raus an Björn. Das war nämlich ein Wunsch und wir werden mal Wünsche erfüllen, weil Barbara und Frank wissen wir nicht, ob sie auf die Messe kommen oder nicht. Weil am liebsten hätten wir natürlich Frank hier jetzt bei gehabt, denn der kennt sich aus mit Adria. Wir schauen uns das Fahrzeug mit unseren Augen an und wann geht's damit los? Nach dem Intro. Hier steht jetzt der Coral XL 660 SL, der hat oberhalb ein Alkoven. Ja, wir schauen uns mal das Fahrzeug an. So, der erste Eindruck hier in das Fahrzeug reingefilmt ist schon mal mega gut. Wir haben hier Leder, es gibt genug Sitzplätze meiner Meinung nach, um auch wirklich hier mal auch vielleicht mit 6 Leuten zu sitzen. Natürlich wird es alles etwas enger, aber es ist alles machbar. Wir haben einen relativ schönen großen Tisch. Dann gucken wir einmal Fahrzeug. Das ist die Zugmaschine oder die Fahrzeug, das Grundchassis. Das ist hier auf Citroën-Basis. Sicherlich werdet ihr da auch noch einige andere bekommen. Hier oben ist das Alkoven, da habt ihr auch gleich die Leiter dazu. Ihr kommt also hier mit der Leiter hier vorne eingehangen. Dort in diese beiden Ösen kommt ihr dort rein. Oben rechts habt ihr Ablageflächen. Oben links habt ihr Ablageflächen und eins kann ich euch jetzt schon sagen, es ist hier oben so viel Platz, hier ist so viel Platz, also das Raumgefühl ist einfach wahnsinnig. Dann ein Riesenfach auf der rechten Seite und natürlich auch auf der linken Seite haben wir genug Staufächer. Ich mache jetzt einfach mal, ich klicke hier einfach mal wie wild los. Also ihr seht das, gut, die geht jetzt gerade nicht auf. Da habt ihr jede Menge Möglichkeiten, Stauflächen abzulegen, also was abzupacken und so weiter und so fort. Also mega. Ihr habt ein großes Waschbecken auf der rechten Seite mit einem anständigen Ausfluss, der sicherlich auch das Wasser sehr schnell wegholt. Dann habt ihr hier einen 3-Flammen-Herd, der natürlich wirklich für große Töpfe auch geeignet ist. Schauen wir uns das Ganze mal einfach an. Die Schubladen hier machen einen tollen Eindruck, weil das ist hier vorne ist das Metall. Und doch, ihr habt hier doch eine Menge Staumöglichkeiten. Also wenn ihr dann halt was unterkriegen müsst, wollt, wie auch immer, und keine Gewichtsprobleme habt, kriegt ihr eine Menge hin. Dort unten ist ein einfaches Fach und ansonsten nochmal 2 Schubladen. So, jetzt schauen wir uns doch nochmal die linke Seite an. Oberhalb des Kühlschranks gibt es ein Fach. Und dann habt ihr hier den Kühlschrank, den großen von Tedford. Es ist ein Absorberkühlschrank. Jede Menge Platz. Das ist die, also der kann ich sagen aus eigener Erfahrung, der ist riesig. Wir haben den im Weinsberg meiner Eltern. Ist eine super Sache. Auch unterhalb gibt es noch ein Ablagefach, also Stauflächen. Kann ich ja nur sagen, wow, mega. Wir gucken weiter. Ein Schrank, der gleich die Leuchten anmacht. Mega, da habt ihr also Möglichkeiten, um die Jacke abzuhängen. Und hier unter habt ihr nochmal jede Menge Stauflächen, um einfach Töpfe oder was auch immer, Handtücher vielleicht zu verstauen. Das muss man halt sehen, mit was man das bestaut. So, jetzt haben wir den Blick nach hinten und zur linken Seite, nämlich hier. Verbirgt sich noch das Bad. Da schauen wir jetzt gleich rein. Vorher zeige ich euch einmal noch kurz vorne. Bedienzentrale. Möglichkeiten für Fernseher. Nochmal Ablagemöglichkeiten. Und hier habt ihr auch nochmal eine Möglichkeit, um vielleicht Schuhe dort zu positionieren. So, jetzt aber ab ins Bad. Das Bad mega groß. Es kommt sofort mit diesem Duschbereich hierher. Ihr habt vorne links ein Ablauf und ihr habt hinten rechts einen Ablauf. Also das heißt, wenn er mal ein bisschen schräg steht, wird es nicht gleich das Riesenproblem sein. Tolle Regenschauer-Teller-Dusche, also da wird bestimmt auch ordentlich was rauskommen. Ein schön großes Fenster, was wir in Malibu auch haben, also das lieben wir wirklich. Dann eine tolle Spiegelfläche, das Badezimmer bzw. das Waschbecken hier auf der Seite. Ihr habt hier unten die Tedford-Toilette. Und unterhalb des Waschbeckens habt ihr auch nochmal Staumöglichkeiten.
vielleicht für gewisse Reinigungsmittel. Und damit ihr natürlich auch Zahnsachen und so weiter verstauen könnt, habt ihr auf der linken Seite neben dem Spiegel auch nochmal Möglichkeiten, um solche Sachen abzulegen. Dann dürfen wir eins nicht vergessen, hier nochmal Aufhängung für Handtücher und so weiter, was man auch alles so braucht. So, jetzt aber, jetzt geht's nach hinten. Möglichkeiten, um einen Vorhang hier vorzumachen. Und zwar ist dieser Vorhang komplett, der ist magnetisch, so seht ihr das. Und der geht auch bis unten runter, ganz schön, um natürlich Gerüche, wenn man hier kocht, aus dem Fahrzeug rauszuhalten oder vielleicht nicht gleich alles zuzumachen, wenn man nun mal hier schlafen will. Jetzt haben wir den hinteren Bereich. Die Bettenmaße müssen wir euch einblenden. Ihr habt hier Schrittstufen, wo ihr reinkommt. Dort. Und zur rechten und zur linken Seite habt ihr auch nochmal Staumöglichkeiten. Und zwar jede Menge. Das ist riesig, kann ich euch sagen. Auch die linke Seite, schauen wir auch nochmal rein. Linke Seite ist ein bisschen kleiner, rechte Seite ist ein bisschen größer. Und vergesst bitte natürlich nicht, dass ihr hier auch noch Möglichkeiten habt für die Staufächer. Die unterste Trittstufe geht nicht, aber die anderen beiden. Und da habt ihr, weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr da Getränke reinmachen oder was auch immer. Dann geht natürlich auch die Bettverlängerung. Ihr könnt das Bett hier natürlich verlängern. Und wir wollen jetzt aber nochmal nach hinten gucken. Rechte Seite Fenster, linke Seite Fenster. Und hier hinten habt ihr nochmal Staumöglichkeiten. Ich mache die jetzt auch noch mal alle auf. So, die gehen jetzt alle nach und nach auf. Wunderbar. Tolle Lichtkonzept, tolle Lichtleiste hier. Oberhalb als auch unterhalb. Ja, also das ist schon ein sehr, sehr großzügiges Fahrzeug. Ich zeige euch jetzt auch noch mal von hier hinten durch nach vorne den Blick, also die Blickachse. Ihr seht halt auf das andere Bett drauf. Ja, und was ich gerade noch entdeckt habe, vergessen wir mal nicht, dass wir hier unter ja auch noch mal Staumöglichkeiten haben, beziehungsweise hier kommen wir an die Batterie ran. Und im vorderen Bereich, schauen wir uns das auch noch mal an, was da drunter ist, ist der Wassertank, also die Serviceöffnung für alle Fahrzeuge. Ihr müsst ja auch das Wasser hier ablassen, also von daher, das klappt doch super hier. So, jetzt müssen wir uns natürlich noch mal draußen das Fahrzeug angucken. Ich will euch das Fahrzeug natürlich von draußen nicht vorenthalten. Ihr habt hinten natürlich einen riesen Heck. Bereich noch, wo ihr vielleicht Fahrräder unterkriegen könntet oder viele andere Verstaumöglichkeiten. Hier auf die linke Seite könnte man noch ein Ladesystem montieren zum Beispiel. Das kann sicherlich ein Händler machen. Ihr habt hier auch sowieso schon ein Ladesystem hier unten drin, aber vielleicht braucht man das nochmal hier auf der Seite, um halt hier oberhalb die Stühle und Tisch aufzustellen. Das kommt halt dann so ein bisschen drauf an. Dann habt ihr hier rechts noch die Möglichkeit für jede Menge Stauflächen. Hier sind Stauflächen, ihr habt hier noch ein Fach, da wollen wir auch mal reingucken, weil das interessiert mich natürlich auch. Fächer sind immer ganz interessant, was gibt es dort? Also auch dort habt ihr vielleicht Bordwerkzeuge oder was auch immer ihr dort mal verstauen müsst, wollt. Und auch nicht nur oberhalb auf der anderen Seite, sondern auch unterhalb gibt es auch noch ein kleines Fach. Da muss ich ein bisschen hinkriechen. Aha, hier haben wir das Bordwerkzeug von Dingens drin. Ja, jetzt haben wir uns gemütlich gemacht in einem Adria. Natürlich irgendwie, für mich fehlt Barbara und Frank hier. Definitiv. Von Up and Down Vanlife. Irgendwie, also, wenn ihr in einem Adria sitzen, müssen die dabei sein. Eine Sache ist definitiv, ihr habt hier so viele Staumöglichkeiten. Das ist natürlich für uns als Kastenwagenfahrer eine ganz andere Hausnummer. Das muss man auch sagen. Aber das Fahrzeug ist auch größer. Für Leute, die sagen, ja, okay, wir wollen gar nicht so vielleicht so extrem vielleicht flexibel sein oder mal enge Straßen fahren, ist das bestimmt ein mega geiles Fahrzeug. Für uns wäre es, glaube ich, für die Größe, für allein die Außenmaße ein Problemchen. Auch das Gewicht wäre schon Probleme. Wir außen vor. Wir können nicht alles zeigen. Nochmal in diesem Video sagen wir es auch. Es ist nur ein Einblick, ein erster Einblick. Und wenn ihr mehr sehen wollt, müsst ihr euch so ein Fahrzeug einfach mal direkt anschauen. So wie der jetzt hier steht, würde er knappe 83.000 Euro kosten. Wird tolles Bad, muss man dazu sagen. Ich stand gerade mal, habe mir das angeschaut. Ich würde reinpassen, das ist ja für mich wichtig. Also für große Leute ist das natürlich was. Das ist ein Raumwunder, definitiv, mega. Ja, aber ich denke mal, das soll schon gewesen sein. Einfach mal entweder auf einer Messe oder woanders, schaut euch mal die Fahrzeuge an, sind schon cool. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder.
beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.